Bundespräsident Wulff hat beim Sternsinger-Empfang in Berlin versucht, zur Routine zurückzukehren. Die Diskussion um die Kredit- und Mailbox-Affären geht dennoch weiter. Die Opposition verlangt die Veröffentlichung seines Anrufs bei Bild-Chef Diekmann. Wulff lehnt das ab. Medien berichten, er habe in der Nachricht eine Pressekonferenz zu den Methoden der Bild-Zeitung und den Bruch mit dem Springer Verlag angekündigt. Wasserpistole gegen geladenen Colt. So hat ein Politikberater heute das Duell Wulff gegen die Bild-Zeitung beschrieben. Mit der Bitte, seine Mailbox-Nachricht veröffentlichen zu dürfen, hat das Blatt den Bundespräsidenten weiter unter Druck gesetzt. Wer hat jetzt den längeren Atem? Der erste Mann im Staat oder die mächtigste Boulevardzeitung des Landes? Orkan Andrea rüttelte heute die Flaggen vor Schloss Bellevue kräftig durch. Und auch dem Hausherrn blies am Morgen der Sturm erneut mit voller Wucht entgegen. Denn nach dem TV-Interview ist nichts besser. Im Gegenteil. Um die Glaubwürdigkeit des Präsidenten steht es schlimmer als zuvor. Dabei geht es um diesen einen Satz. Ich habe dann gebeten, um einen Tag zu verschieben, die Veröffentlichung, damit man darüber reden kann, damit sie sachgemäß ausfallen kann. Stimmt nicht, sagt die Bild-Zeitung. Wulff habe den Artikel nicht hinauszögern, sondern komplett verhindern wollen. Um Klarheit zu schaffen, bittet Chefredakteur Diekmann, den Bundespräsidenten heute den Wortlaut seiner Mailbox-Ansprache veröffentlichen zu dürfen. Wir möchten dies nicht ohne Ihre Zustimmung tun und bitten Sie deshalb im Sinne der von Ihnen angesprochenen Transparenz um Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung. Nur wenig später, ebenfalls in einem offenen Schreiben, dann die Antwort. Ich habe mich Ihnen gegenüber persönlich entschuldigt. Sie haben diese Entschuldigung dankenswerterweise angenommen. Damit war die Sache zwischen uns erledigt. Dabei sollte es aus meiner Sicht bleiben. Das Ganze ist eine einzige Posse. Manche sprechen sogar schon vom großen Showdown. Denn natürlich sind Wulffs Beweggründe, eine private Mailbox-Ansprache an Diekmann nicht veröffentlichen zu wollen, nachvollziehbar. Doch seiner Glaubwürdigkeit tut er damit keinen Gefallen. Bisher akzeptiert die Bild Wulffs Veto. Doch auch ohne Abdruck bringt sie ihn mit der bloßen Anfrage schon in die Defensive. Man fährt mit der Bild-Zeitung im Aufzug nach oben. Und dann fährt man auch mal wieder mit runter. Die Schmusi-Busi-Geschichten sind dann irgendwann auch mal auserzählt mit der großen Liebe und dem ganzen Familientralala. Und die Bild-Zeitung legte heute noch ein weiteres Dokument nach. Ein Schreiben, das belegen soll, dass der Tag Aufschub ja schon gegeben worden sei. Der Kanzlerin dürften alle diese Spielchen jedenfalls gar nicht gefallen. Heute empfing sie die Sternsinger, doch der Frohsinn trügt. Hinter den Kulissen dürfte es weniger harmonisch zugehen.